Willkommen zu einem neuen Monster, dem Dodo. Den möchte ich gerne heute vorstellen. Das ist ein wasserbelebendes, also Wasser im Wasser lebendes Tier. So eine Art Tiefsee-Plattfisch-Angler-Gedöns. Also so eine Mischung zwischen, ich weiß auch nicht, Anglerfisch und Seeteufel. Also so ein plattgedrückter Fisch, ne? Und kann an Land laufen und im Wasser natürlich sich dementsprechend schneller fortbewegen. Ähnlich hier wie den Lutrot, den wir schon gezähmt haben, nicht wahr, du Luder? Und ja, vom Level her ist jetzt nicht allzu prächtig, sage ich mal. Aber ich wusste ja auch damals noch nicht, mit was ich zu tun habe. Also dachte ich, nehme ich mal lieber so ein Level 4er. Und ja, heute ist er schon Level 17. Das ist der Wahnsinn. Aber so uns viel bringt, tut das nicht. Wir wollen nämlich gerne Öl finden. Momentan haben wir noch kein Öl gefunden. Und dafür brauche ich unbedingt ein wasserlebendes Tier, was sich sehr gut verteidigen kann. Das kann der Gobel auf jeden Fall. Macht auch sehr viel, ich sag mal, breit gesäten Schaden mit einer bestimmten Attacke. Und ja, es ist also sehr wehrhaft und ich hoffe, dass ich mit dem den Weg zu unseren Ölquellen, die hier irgendwo sein sollen, finden. Ernie hat noch nicht ausgeschlafen. Der braucht noch die Stäbchen in den Augen, damit er überhaupt gucken kann. Aber ich glaube, das ändert sich auch nie bei dem. Der sieht jeden Tag so aus. Und ja, was, ja, ich habe jetzt schon ein bisschen was vorbereitet. Ich habe auch schon, wie ihr seht, unten auf meiner Flinte die Betäubungsdarts liegen. Was mir jetzt noch fehlt, ist Fleisch. Das könnte ich aber im Notfall mit einem Drachen mitnehmen. Ich weiß noch nicht, ob ich jetzt genau einen Drachen nehme oder lieber Tapejara. Bei den Drachen ist ja so, die können euch ja, also wenn die zu hoch fliegen, könnt ihr die nicht mehr abrufen. Das ist das Problem bei denen. Deshalb müsste ich den auf Passiv stellen. Genauso, ja gut, bei dem Tapejara wäre es das Ähnliche, aber ich weiß jetzt noch nicht, mit welchem ich losfliege. Ich lasse jetzt für euch nochmal ein kleines Video zum Gobel durchlaufen, damit ihr wisst, mit wem wir es da eigentlich zu tun haben. So, nehmen wir mal das alles so mit. Kann ja nicht schaden. So, Erntewerkzeuge habe ich auch für den Fall. Pitfinder ist auch dabei. Ja, und dann nehme ich aber... Wen nehme ich denn da? Ach, ich nehme mal die hier. Die hat mehr Angriffsschaden. Die kann sich besser verteidigen. Dann gucken wir mal. Das ist unser Crystal Wyvern, den kennt ihr vielleicht schon vom letzten 10 Video. Das ist die, wie habe ich sie genannt? Calypso. Sehr passend. Die haben wir auch genau hier in dem Gebiet gezähmt. Also ihr könnt auch euch das Video einfach mal anschauen. Das verblende ich dann in der Endcard. Dann könnt ihr da mal gucken, wie das so geht. Ist eigentlich relativ einfach, könnte schwieriger sein. Ich habe es mir ehrlich gesagt auch schwieriger vorgestellt, so einen Crystal Wyvern zu zähmen. Aber es war dann zu zweit doch eigentlich ganz gut machbar. Oh. Ist das ein Alu? Nee. So, wo war er denn hier? Gobul, wo bist du? Also folgende Taktik mal wieder, ans Land locken und an Land Schaden verpassen. Ich muss ihn nur erstmal finden. Meine Libbisch, was ist denn hier los, sagt mal? Gott, Terrorbirds. Ohne Ende.
kann ich den grabben? Grab dich mal. Ich trage dich mal woanders hin. Was ist denn jetzt hier der Gobul, wenn ich das wüsste? Ich lass den mal hier fallen. So, viel Spaß. Ich weiß, der ist hier irgendwo. Hier irgendwo müsste er eigentlich sein, wenn er nicht umgebracht wurde. Ein bisschen Fleisch zu mir nehmen. Na gut, das bringt jetzt nicht so viel, aber... Der war doch hier irgendwo. Hier irgendwo. Der neue Level-Up-Sound. Ich habe mich so erschreckt am Anfang. Ich habe mich so dermaßen erschreckt. So, wenn wir hier gucken, wir sehen nichts. Es gibt hier leider auch kein Öl um die White Shoals herum. Ich habe zumindest noch keins gesehen. Also letztens habe ich den doch hier liegen sehen. Ah, da ist er doch, Mensch. Ja, da sieht er schon seine Spezialattacke sein. Ich plus dann. Oh Gott, der macht ganz schön Schaden, ne? Hilfe, Hilfe. Ich glaube, ich platziere mich mal hier. Und dann werde ich den mal abschießen, wenn er jetzt nicht angreift. Ich hoffe doch. Treffe ich eigentlich? Jetzt habe ich getroffen. Nicht hinterm Stein verschwinden. Wie viel ist er schon? Ich glaube ja. Er war auch nur Level 22. Entschuldigt mich bitte, dass ich das nicht aus nächster Nähe... Der ist schon platt, ne? Klar ist der platt. Ja, schaut euch das Monstrum an. Ist doch nett, oder? Ja, der ist voll betäubt. Supi, dann hier, bitteschön. Viel Spaß damit. Primate... Oh, scheiße. Bewusstlosigkeit regeneriert sich relativ langsam. Okay, der ist schon wieder ein Level. Dann gebe ich dir das mal... Ja, Angriffsschaden. Immerhin damit. Hab da viel zu wenig, wie ich finde. Da freut sie sich, die Kalypso. Ja, super. Dann haben wir unser Tiefseevieh hier schon mal fast gezähmt. Und ich fahre mir noch weiter Narkobären. Wie sieht es denn von den Stats aus? Eigentlich, da habe ich jetzt gar nicht geguckt. Ja. Ja. Also besser als der Lootrot von den Gesundheitswerten her ist er jetzt nicht unbedingt. Ja klar, vom Level abhängig, ja klar ist er da besser, aber ich hätte jetzt gedacht, hier wäre mehr vorhanden. Also ich hätte jetzt hier so mal 2000 oder so geschätzt, mindestens. Bewegung, da hat er nicht viel, Nahkampf ist er ein bisschen gelevelt. Ja, lassen wir uns mal überraschen, würde ich sagen. Betäubung hat er nicht viel, da müsst ihr, glaube ich, aufpassen so ein bisschen. Aber das dürfte gehen. Jetzt bin ich aber überlegen, ob wir noch ein paar Brontos platt machen, wenn wir hier schon unterwegs sind, aber nicht die in der Nähe, glaube ich. Das wäre, glaube ich, ein recht... Oh, wen haben wir denn da? Komm schon, du bist doch Primate, oder? Ja, damit. Jawohl! Haben wir schon mal zwei Primate. Ist doch schon mal was. Dann geben sie gleich mal her. Nein! Nein! Nicht das Primate wegfuttern. Das hasse ich an den Brontos, dass die echt überall rumtrampeln, wo man sie gerade eigentlich nicht haben muss. Ja,
Der hat noch kein einziges Mal gefressen. Ich glaube, das könnte etwas länger dauern. Ich guck mal auf die Uhr. Wir haben es jetzt 12.11 Uhr. Jutti, alles klärchen. Wer schiebt sich denn da... Du bist frech, weißt du das? Ja, hau ab. Genau, hau ab. Ich kann sowas nämlich gar nicht ab. Immer sowas Aufmerksamkeitsheischendes. Das sieht doch echt lustig aus, oder? Und wie die Barten wackeln, wenn er pennt. Also, eigentlich müsste man jetzt noch so fette Oh, er hat einmal gefressen. Eigentlich müsste man jetzt noch so fette Schnarchgeräusche hören. Und ich nehme an, er hat das Primate gefuttert. Jawohl. Dann würde ich meinen, wir brauchen noch etwas Primate, damit das etwas schneller geht. Ihr könnt jetzt gerne dabei bleiben oder ihr spult einfach vor. Wäre auch eine Idee. Ich bin am Überlegen, ob ich mal so einen Bronto kille, aber ich habe irgendwie Schiss, die hier auf der Insel zu nehmen, denn falls ich die nicht gekillt kriege, kann es ja auch sein, dass die dann auf meinen Gobul gehen. Und das will ich ehrlich gesagt nicht. Hier, der Allo, der ist... Oh Gott, ja. Warte mal, ich gucke erst mal, was für ein Level hat denn der. Level 3. Könnte... Oh Gott. Da ist ja noch so ein Baryonyx, oder wie der sich nennt. Ja, genau. Mach den platt. Ich erledige das dann mit dir. Oder so. Also dich, meine ich. Ne? Immer schön platt beißen. Genau. Machen sie hinne. So. Okay, das wird kein einfacher Gegner, sage ich jetzt schon mal. Ne, den schaffe ich nicht. Das ist zwar nur ein Level 3er Allo, aber der ist ganz schön heftig. Ne, den schaffe ich nicht. Nein! Ne, dem geht's gut, okay. Ich hätte jetzt schon gedacht... Wir haben leider kein Primate für dich gefunden. Schade, schade, schade. Ich muss dem erstmal hier was futtern geben hier. Nee, das wollte ich eigentlich nicht. Warte. So, dann hauen sie mal rein. Oh Gott, das dauert so lange. Hey! Hat er oder hab ich den? Der hat ein Leech dran kleben. Sowas. So, ich glaube, ich werde nochmal Narkos sammeln kurz. Ja, also diese Crystal Vipern können ruhig noch ein bisschen Angriffsschaden vertragen. Das ist ganz schön mau. Aber da haben wir es ja echt gut abgepasst, dass der so echt so lahmarschig an Land ist. Hihi. Jo, ich würde sagen, wir sehen uns dann wieder, wenn ich es gepackt habe. Und dann kann ich euch ungefähr auch für den Level 22er Gobul sagen, wie lange ihr braucht mit Primate. Ein Dossier habe ich leider für euch nicht, aber ja, gibt es leider auch nicht vom Entwickler, aber ich glaube, der kommt so nach und nach mit den Dossiers raus. Das heißt, es kann sein, dass ich mir irgendwann eins nachreiche und euch dann noch ein kleines Video zum Dossier verlinke, falls euch das interessiert. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder.
wackelnder Weise oder ich hoffe natürlich auch nicht, falls mich dieser Bronto dort hinten nicht schon vorher, viel vorher zertrampelt hat, aber sieht gut aus. Könnte klappen. Ich glaube, er lässt mich am Leben. Oh Gott, ja. Achso, übrigens, wenn ihr Siliziumperlen sucht, hier in den Whitechalls, etwa bei diesen Koordinaten, findet ihr mehr als genug. Die Karte könnt ihr an sich nicht ernst nehmen, weil es ist immer noch die von The Island, falls ihr das vielleicht seht. Also einen von ISO gibt es leider nicht, wo ich mich gerade befinde im Übrigen. Ja, also Perlen hier ohne Ende, aber Öl habe ich halt noch nicht gefunden. Das ist so ein bisschen doof. So, und jetzt wird es auch schon dunkel. Brauche übrigens gar kein Feuer machen. Ich glaube, der Google macht genug Licht. Mehr als genug Licht. Sehr praktisch irgendwie. Aber naja, es wird kalt. Ich mache trotzdem mal Feuer. Jetzt ist es wieder warm. Okay, bis dann. Tschüss. So, er frisst immer bei 1750, habe ich jetzt mitgekriegt. Gezählt ist er aber noch nicht. Er braucht nur noch ein kleines Witzelchen und dann haben wir es geschafft. Yep, der kriegt dann ein Level Plus und dann ist er Level 31. Freue ich mich drauf. Wir haben jetzt die ganze Zeit eigentlich nur durchweg mit Primate gefüttert. Und ja, bin eigentlich mal ganz gespannt, was dabei so rumkommt jetzt. Ich weiß gar nicht, warum ich jetzt in die Hocke gegangen bin. Ich kann auch einfach wieder aufstehen. Ja, so geht das. Hey. Ach ja, komm schon. Ich hatte das geschafft. Er ist schon bei 1760 angekommen. Jetzt dürfte es eigentlich nicht mehr lange dauern. Ich habe jetzt ungefähr bei 11 habe ich angefangen, 9, 20, 20. So, jetzt habe ich ihn einmal auf Reiten. Jetzt haben wir auf Linksklick die Attacke, mit der er so einen Sprung nach vorne macht. Boah. Dann haben wir mit Rechtsklick den Schwanzschlag. Und mit C macht er seine Aufpumpattacke. Womit er wahrscheinlich Schaden über den Rücken austeilt. Also alles, was über ihm schwebt. Springen kann er nicht. Gucken wir mal, was er so im Wasser kann. Ist natürlich sehr, sehr langsam. An Land zumindest. Ich hoffe, dass sich das gleich im Wasser gibt. Oh. Müssen wir mal kurz was futtern. Mal gucken, dass unser Drache da sicher steht, halbwegs.
Jetzt die ganzen Attacken nochmal im Wasser. Okay. Mit Rechtsklick mache dann gleichzeitig noch eine Rolle. Ich meine, so schnell ist er jetzt nicht. Also da gibt es echt schnellere. Im Wasser. Na gut, ich kann aber auch noch ein bisschen auf die Tube drücken. So, jetzt nochmal eine C-Attacke. Ich brauchte nur mal ganz kurz Luft. Okay, er hat einen riesigen Wenderadius. Aber er... Oh, nicht schon wieder. Er hat einen riesigen Wenderadius, aber er macht ordentlich Damage. Also er kommt mit so einer Horde Piranhas ganz gut klar. Habe ich jetzt beim Blutrot, habe ich das nicht so hingekriegt. Also... Der ist echt schon wesentlich besser als der Blutrot, was so am Wasseramphibien so betrifft. Da ist jetzt, muss ich sagen, der Blutrot auch eher besser, wenn man weitere Strecken über Land laufen muss. Also da ist das echt eine Quälerei mit dem hier. Gut, jetzt muss man den nur irgendwie wieder nach Hause kriegen und ich weiß, dass da hinten so ein Allo war. Eieieiei. Ich guck mal, ob ich den hier mit der Calypso gegrabt krieg, aber ich glaube es fast nicht. Also ihr müsst ja fast das Doppelte ihres Gewichts tragen. Warte mal. Folgst du mir jetzt? Du musst mir nicht folgen. Ne. Das wird nix. Okay, wir müssen den so mitnehmen. Okay, bleib mal da. Ich werde mal gucken, ob ich hier irgendwie... Ich muss mal gucken, wo ich hier lang laufe, ohne dass ich da jetzt nicht in die Hände des Allos gerate. Weil ich glaube, das wird dann... Könnte etwas heikel werden. Oh Gott. Was ist denn hier los? Ups. Muss ich erstmal aufräumen, glaube ich. Obwohl im Wasser... der jetzt hin? Ach, da. Oh, jetzt kriege ich den nicht mal mehr gegrabt hier. Geht nicht. Wieso nicht? Na, danke. Geht weg! Geht weg. Oh Gott, wie viele sind das hier? Wie sagt man? Leute, irgendwann ist aber auch mal... Hilfe! Ach, du auch noch hier. Komm her. Oh Gott. Huhuhuhuhu. Ein bisschen wegfrei schnetzeln hat. Ich glaube, den Capro hat er, den Baryonyx, meine ich, hat er jetzt schon, ne? Ich glaube ja. Oh Gott, ich muss jetzt mal was futtern. So. Okay, das müsste jetzt aber eigentlich gehen. Gut. Vielleicht habt ihr auch gesehen, dass ich hier ein bisschen was auf ISO getan hat. Es sind ziemlich viele Bäume dazu gekommen und so ein paar Umgestaltungen. Es ist auch ein neues Gebiet dazu gekommen. Genau genommen gegenüber von den Ember Falls. Und ja, das ist eigentlich relativ... Was? Wo denn?
Ich höre auch irgendwas, aber... Ach, der Blutegel da. Na toll. Jetzt krieg ich den Blutegel nicht los. Na super. Ach, naja. Ich weiß, man kann den irgendwie mit Feuer abschütteln, aber ich habe es bisher noch nicht hingekriegt, deshalb. So, nee, was wollte ich machen? Ich wollte hier erstmal ein Level geben. Oh, der nervt jetzt natürlich über. Angriffsschaden darf er haben. So, dann den hier auf Folgen nehmen. Und dann geht's nach Hause. Langsam und gemächlich. Im Spazierschritt natürlich. So, und dann schwimmen wir mal ein bisschen. Oh, jetzt habe ich hier natürlich in der Ego-Perspektive so voll den Blutegel davor. Aha. Auch noch ein Sarko. Na klasse. Okay, dann würde ich meinen, wir sausen da mal so ein bisschen außen rum. Okay, wir schwimmen einen Umweg. Das kann jetzt natürlich ein bisschen dauern, aber ich wollte jetzt... Der Alu, ich glaube nicht, dass der den packt. Glaube ich nicht. Und ich will jetzt nicht auch schon gleich meinen ersten Go-Bowl daran verlieren, dass ich etwas zu übermütig war. Okay, ich glaube, ich werde mich jetzt so bewegen. So ist doch super. Und der hat massig, massig Stamina jetzt auch nicht unbedingt, aber er hat recht viel Stamina. Sagen wir mal so. So. Ja, ist das auch ein Alu da hinten? Nee, ne? Nee, na Gott sei Dank nicht. Also wir müssen jetzt einmal quer über die Landzunge drüber. Wo bist? Hä? Wo ist mein Drache jetzt hin? Wo ist denn der hängen geblieben? Hallo? Die Kalypso gesehen? Scheiße. Na toll, der Pathfinder funktioniert nicht. Ja, ich weiß. Ich bin ja eigentlich eher gerade am gucken, wo ich die Kalypso gelassen habe. Gott, wo ist denn die? Kalypso? Ach hier, wo bist du denn? Oh
Kommt sie denn mit, wenn ich hier im Wasser bin, oder sieht sie mich dann einfach? Ich glaube, sie sieht mich dann einfach nicht mehr. Ne? Kommst du mit? Komm schon. Voll vorne an dem Aloe vorbei. Na, das kann lustig werden. Guck mal ganz kurz, welches Level der hat. Level 3. Ach, der. Oh, Manu! Die sieht mich nur nicht, wenn ich zu weit unter Wasser gehe. Ich glaube, dann hat sie so ein paar Probleme. Da, okay. Ich wollte schon sagen, bitte nicht wegfliegen. Oh Gott, das wird ein langes Video, Leute, das sag ich euch. Ich glaube auch nicht, dass er wirklich schneller ist, wenn ich absteige und ihn ziehe. Ich glaube, dann ist er noch lahmer. Oh mein Gott. Ich habe jetzt echt keine andere Lösung. Ich muss mit dem hier übers Land laufen. Grabben funktioniert ja nicht. Der ist ja viel zu fett. Ich glaube, ich werde sie Globulina nennen oder so. Soll erinnern an Globuli. Globul erinnert ja auch irgendwie daran, ne? So ein bisschen zumindest. Lalala. Das Dumme ist, ich habe jetzt eigentlich noch ein paar Verpflichtungen. Also ich müsste jetzt eigentlich schon längst aufgehört haben und... Ach verdammt, das ist doch doof. Ich würde sagen, wir schneiden das mal hier. Und dann bin ich gleich nochmal mit ein paar Infos zum Globul für euch zu Hause fertig. Also da, also... Also ich finde es immer doof, wenn man alle Infos von vornherein raushaut. Weil A, ich weiß ja gar nicht, ob ich den Globul überhaupt gezähmt kriege. Deshalb habe ich mich... bis ich den Globul gezähmt habe, auch noch nicht drauf vorbereitet. Das heißt, das mache ich jetzt nochmal offscreen. Und B, ist es auch viel interessanter, wenn man das Video so unglaublich lang in die Länge zieht und jedes Mal so ein paar Häppchen bekommt, die ganz interessant sind, oder? Naja, nur so eine Vermutung. Kann ja auch sein, dass ihr denkt, oh, was will die doofe Trolle eigentlich? Was labert die da für einen Scheiß? Nee, aber ich stehe zu meinem Scheiß. Muss ich ganz ehrlich sagen. So, und dann sind wir gleich wieder da, wenn ich nicht ankomme oder wenn ich angekommen bin. Okay, dann bis gleich. So, da bin ich wieder. Bei ziemlich schlechtem Wetter, aber ich wollte euch ja unbedingt nochmal kurz die genauen Infos zu den einzelnen Attacken geben. Die habe ich mir jetzt aus der Beschreibung von dem Mod Monster Arc Hunting Evolved geholt, aus dem ja auch dieses kleine hübsche Tierchen hier stammt. Und ja, dann legen wir mal los. Ich bin hier auch gleichzeitig erstmal in unsere Unterwasserbase gegangen. Das wird ein ganz kurzes und knappes Event nochmal. Also, Linksklick. Beißt oben nach vorne und hat dabei einen recht weiten Trefferradius. Beim Schwimmen trifft er zweimal. Ich zeige euch das nochmal kurz beim Schwimmen. Da sieht das so aus. Ich meine, er versteckt sich hier, aber so.
So sieht das dann im Wasser aus. Jawohl, sehr schön. Okay. Und das Schöne ist halt, mit seiner Laterne verteilt er auch recht weitreichendes Licht. Das ist sehr schön. Für Tiefseetauchsachen und so. Für Tiefseetauchaktionen sehr praktisch. So, jetzt haben wir noch die Rechtsklick-Attacke. Das ist an Land Gohuls Schwanzschlag. Die Attacke trifft zweimal und paralysiert den Gegner und kann nur an Land genutzt werden. Und trifft nur hinter Gohul. Mehr steht dazu nichts, sondern wir müssen jetzt mit Rechtsklick nochmal im Wasser. So, das werde ich sehen. So. Steht da wieder jetzt. Ach. Steht da wieder. Ah! Hier vorne war es tief genug. So. Aber da sehe ich nicht ganz. So, jetzt. Zack, er bläst sich auf und macht so eine Rolle. Jetzt bin ich aber gespannt, was da für ein Unterschied zu C ist. C ist nämlich seine Purzelbaumattacke im Wasser. Und aha, es ist dasselbe. Bitte dich, dreh um. So, okay. Also das hat schon mal nichts gebracht. C ist Gohuls Aufblasattacke an Land. Hat es einen kleinen Radius. Jetzt machen wir mal an Land. So, das war jetzt... Und hat einen kleinen Radius. Ist gut gegen Landbewohner und verschafft Gohul Platz. Im Wasser wird daraus Gohuls Purzelbaumattacke, wie wir sie mit Rechtsklick im Wasser machen können. Also es ist egal, ob ihr im Wasser jetzt C oder Rechtsklick drückt, er macht dann immer seinen Purzelbaum. An Land müsstet ihr dann C drücken, wenn ihr etwas, naja, eingeengt seid oder so. Also im Grunde genommen ein ziemlich gutes Mount fürs Wasser, für an Land, ja, aber ich glaube, im Wasser hat er so einen kleinen Vorteil, allein dadurch, dass er mehr Treffer austeilt als an Land. Gut. Dann war das Infovideo zum Gohul. Ich danke euch fürs Zugucken, wähle nochmal zum Abschied mit dem Schwanz und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss! Jetzt gucke ich nochmal ganz kurz. 37 ist er sogar. Also habe ich mich sogar vertan. Nicht 34, sondern 37. Sollte machbar sein, unserer war Level 44, als wir den gezählt haben. So, Fleisch habe ich mit, solltet ihr auch auf jeden Fall mit dabei haben und dann kann es losgehen. Schuss. So, ihr dreht dann am besten ab und versucht den über harten Schlag auszuweichen. Wenn ihr merkt, dass der euch nahe kommt, müsst ihr natürlich auch eine gewisse Strecke gerade fliegen, damit euer Kompagnon da so ein bisschen... Zielen kann, genau. So, das ist er wieder. Er kommt wieder. Also er ist noch in Rage, aber was uns so aufgefallen ist, die fangen nicht wirklich. Also die haben manchmal absolut keinen Bock mehr, so wie es aussieht. Also der jetzt zum Beispiel. Auch nicht. Oh scheiße, wo bist du? Achso, ich stehe hier vor. Alles gut, der fliegt um mich rum.